In diesem Produktfilm stelle ich Ihnen zwei Rucksäcke vor. Und zwar ist das der Backlight 26L Photo Daypack. Den haben wir so einmal hier in schwarz, kann man in der Kamera besser sehen. Und dann auch noch einmal in grün. Ich werde den Produktfilm anhand der grünen Version vorstellen, einfach weil es ein bisschen auffälliger ist. Und da kann man so ein paar Sachen, die ich hier schon dran gemacht habe, besser sehen. Ne? Schwarz auf schwarz, das kommt ja nicht immer so wahnsinnig gut. Der Rucksack hat also auch schon eine Besonderheit, mit der ich mal anfangen möchte. Was ihn halt eben auch von anderen Rucksäcken dann unterscheidet oder von den meisten Rucksäcken unterscheidet. Das ist nämlich die Tatsache, dass wir diesen Rucksack auch benutzen können und öffnen können. Dafür muss ich ihn einmal kurz anziehen. Wenn wir, das mit dem Schal, da muss aber jetzt auch nicht sein, ne? So, ein paar Minuten geht es auch ohne. Dass wir diesen Rucksack halt öffnen können, wenn er am Körper ist. Ich werde ihn einfach mal anlegen. Sie sehen auch hier vorne, haben wir schon direkt ein Befestigungssystem, was die beiden Schulterpolster-Tragegurte hier zusammenhält, damit die also nicht einfach so abrutschen können. Und dazu gehört natürlich hier unten noch so ein kleiner Bauchgurt, der deswegen auch toll ist, weil er sogar meinen kleinen Bauch sicher umfängt und ich ihn damit also auch zumachen kann und jetzt nicht in die Verlegenheit komme, dass der vielleicht ein bisschen zu eng wird. So, Spaß beiseite. Dieser Rucksack hat den großen Vorteil, dass ich ihn halt eben jetzt einfach so mit dem Beckengurt, den ich hier habe, einfach abmachen kann. So. Jetzt müssen wir mal gucken, mit welcher Kamera wir das am besten zeigen, am besten hier von der Seite. Und den Rucksack hier jetzt so einfach befestigt haben am Oberkörper, also beziehungsweise an den Hüften, einfach aufmachen können. Dann haben wir den Zugriff auf das Hauptfach, nämlich einfach so, indem wir jetzt die Kamera einfach hier rausnehmen. Also zum Innenleben komme ich gleich nochmal eben, das wollte ich nur kurz eben vorab zeigen. Kann die Kamera rausnehmen, kann sie sogar hier vorne einfach drauf abstellen, um zum Beispiel jetzt einen Objektivwechsel vorzunehmen. Wenn ich möchte, dass die Klappe da überhaupt offen bleibt, weil ich ja zum Beispiel erstmal gucken muss, ne, wo ist denn jetzt hier der Aufsteckblitz, wo ist der Filter oder was immer ich da auch rausnehme. Dann haben wir hier im Deckel sogar einen kleinen Tragegurt mit so einem Gummizug und den macht man sich einfach dann um den Hals. Ne? Wie man sieht, einfache Technik, aber sehr effizient und dann bleibt die Deckelklappe auch immer oben, ohne dass sie jetzt halt eben wieder nach vorne flitscht, wie das halt der Fall wäre, wenn ich sie halt eben jetzt nicht um den Hals fixiert hätte. Das hat also den großen Vorteil, dass man das Equipment einfach schnell wechseln kann, hat direkt den Zugriff auf das ganze Zubehör, was sich also im Rucksack auch befindet und nach dem gemachten Objektivwechsel oder halt eben das, was man immer auch da jetzt aus dem Rucksack rausholen musste, kann man ihn so einfach dann wieder ganz normal befestigen, wie man das halt eben auch gewohnt ist von einem Rucksack und hat den Rucksack jetzt auch gar nicht abgestellt. Das kann zum Beispiel ein Vorteil sein, wenn die Witterungsverhältnisse halt eben so sind, sie sind gerade irgendwo beim Wandern zum Beispiel, halt eben auch draußen in der Wildnis, wo auch immer unterwegs und der ganze Boden ist also voller Schmodder und morastig und matschig und was weiß ich, dann wird hier also einfach der Rucksack so vor dem Bauch geschwenkt und man kann halt eben auf das Innenleben dann einfach zugreifen oder eben auch einfach, um zum Beispiel halt eben auch gewisse Sachen zu stabilisieren, weil natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass man diesen Rucksack mit dieser Funktion einfach so hier vorne als Stütze benutzen kann und die Kamera könnte zum Beispiel halt eben auch einfach vorne auf dem Vorderteil abgelegt werden, um das Ganze halt eben einfach nur mal so mit einem Klappdisplay, wenn man so eine Kamera hat, zum Beispiel auch einfach hier als kleines Stativ zu benutzen oder zum Beispiel halt eben auch, wenn man eine Videoaufnahme machen möchte, kann man hier vom Körper aus weg einfach dann zum Beispiel jetzt mit der Kamera so einen kleinen Schwenk machen. Das ist mir halt eben noch so eingefallen, dass ich das Produkt zum ersten Mal in den Händen hatte. Fand ich halt eben super praktisch, eben so wie halt eben auch die Befestigungsoption mit dem Gummizug, um die Lasche halt eben nach oben zu halten. Das war aber noch nicht alles. Wir haben jeweils an den Außenseiten hier noch einmal so zwei Fächer mit so einem Gummizug, den man auch einstellen kann, je nachdem wie breit der Gegenstand ist, der hier reingesteckt wird. Um zum Beispiel halt eben auch, wie ich es hier getan habe, in dem Beispiel ein Einbeinstativ einfach unterzubringen oder halt eben irgendwelche anderen langen Gegenstände, die Sie halt eben unterbringen möchten. Wir haben auch auf der anderen Seite hier noch ein weiteres Fach und dort würde zum Beispiel halt eben auch, das ja ein Trekking-Wanderrucksack ist, zum Beispiel auch eine sehr schöne Trinkflasche reinpassen und auch hier ebenfalls mit dem Gummizug können diese Fächer dann individuell einfach festgezurrt werden. Es besteht darüber hinaus natürlich auch die Möglichkeit, ein vollwertiges Dreibeinstativ hier einfach anzubringen. Das habe ich hier auch schon mal vorbereitet an dem schwarzen Modell. Und wie man sehen kann, wenn ich es in die Kamera reinhalte, haben wir einmal hier die Befestigungsmöglichkeit zum Festzurren an der Unterseite und ebenfalls hier oben. Wenn Sie die Funktion nicht nutzen möchten, dann kann man diese ganzen festzurrenden Schnüre dann auch einfach wieder verstauen. Das zeige ich Ihnen kurz an dem anderen Modell wieder.
Und zwar ist das dann im normalen Aggregatzustand hier oben einfach gar nicht zu sehen. Ich halte das mal hier kurz in die Kamera hier vorne rein. Und unter diesem Klettverschluss, der sich befindet, sich also hier die ganze Konstruktion, um die Gurte halt eben festzuzurren. Und das ist natürlich auch hier unten an der Unterseite ebenfalls mit dem Klettverschluss versehen. Auch einmal hier kurz zum Zeigen. Ne? Da sind also hier diese Gurte zum Festzurren. Und da wir mit der Kamera gerade so schön nah dran sind, wollen wir auch mal uns kurz hier an dieses Verstellsystem anschauen. Das sind also diese Clips. Normalerweise ist das also so halt, dass man über diesen Rest, der hier übersteht, einfach dann die Größe einstellen kann. Und da muss man hier immer so ein bisschen rumfiddeln, ne? Und das so durchschieben und so. Da hat sich ThinkTank was ganz Tolles einfallen lassen. Da kann man einfach hier so einen Stopper dann einfach lösen. Stellt den Gurt dann halt eben auf die Größe ein, die man halt eben auch dann braucht, indem man einfach dann hier dran zieht, an der Schnur entlang. Und wenn man dann die richtige Größe gefunden hat, dann wird einfach hier der Clip, wie Sie das sehen können, hier oben einfach dann umgelegt, festgezurrt und schon hat man hier dann die individuelle Größe, ohne dass man jetzt hier großartig rumfummeln muss, sehr schnell dann einfach eingestellt. Jetzt gucken wir mal zu dem Wichtigsten überhaupt. Das ist also eigentlich generell ja das Innenleben. Ne? Was passt da rein? Wie ist das aufgeteilt und so weiter? Dazu öffnen wir einfach die Rückenklappe. Das ist also die Seite, die dem Körper zugeneigt ist. Da kann man auch direkt sehen und fühlen. Das können wir natürlich jetzt gerade nicht, aber ich kann es Ihnen halt eben auch sagen. Sie können es auch hier ein bisschen sehen. Sehr dick alles gepolstert, auch mit Rillen versehen. Also keine homogene, direkte, große Fläche, die halt eben dann zum Beispiel auch im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann den Körper daran hindert, auch dann halt jemand schwitzt, das einfach dann halt eben so zu verdampfen. Sondern das kann halt eben über diese Rillen haben wir dann auch so ein kleines Belüftungssystem. Wenn ich jetzt hier die Rückseite einfach mal aufmache, so, dann sehen wir natürlich jetzt hier das Hauptfach. Und was ich anfangs gezeigt hatte, dieses Bändchen, was also die Lasche daran hindert, dass man die Klappe immer wieder nach vorne flitschen lässt, das kann man natürlich auch komplett abmachen. Das ist ein einfacher Gummizug. Hier vorne auch einfach mit so einem der Größe nach einstellenden System. Oder aber halt auch einfach, man lässt es hier oben in der obersten Klappe dann verschwinden. Ich zeige das mal hier in die Kamera. Ne? Und wer es halt eben ganz abmachen möchte, der kann es halt eben auch ganz einfach entfernen. Ist auch gar kein Problem, wie gesagt. Das ist halt eben noch so eine kleine technische Raffinesse, die man halt eben dann benutzen möchte oder nicht. Das können Sie dann halt eben entscheiden. Wir haben jetzt hier den Zugriff auf das Innenfach. Das sieht dann so aus. Natürlich auch hier, wie gewohnt, die Trennpolsterwände mit Klettverschluss. Da liegen natürlich noch ein paar mehr dabei. So, das heißt, Sie können dann hier einfach alles komplett so einrichten und nach Ihrem Bedarf dann einfach halt eben einteilen, wie Sie das halt eben von Ihrem Equipment halt eben auch brauchen. Und dazu natürlich halt eben auch hier von ThinkTank selber. Das ist also auch im Auslieferungszustand zu sehen. Das hatte ich mir ja so in die Kamera. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das war halt eben so eine Art Serviervorschlag, wenn man das so möchte. Da kann man halt zum Beispiel auch sehen, ganz genau, wie das dann einzuteilen ist, was man da reinmachen kann. Ne? Und das kann bei Ihnen natürlich anders aussehen, je nachdem, was Sie für ein System haben und wie viel Equipment Sie überhaupt mitnehmen möchten, was man dann da einfach reinmachen kann. Der Deckel hat also hier auf der Vorderseite, wie ich gerade gezeigt habe, noch einmal zwei Fächer mit diesen Gitternetzlinien. Das heißt, man kann auch direkt sehen von außen, was drin ist, ohne dass man die Tasche dann aufmachen muss. Ne? Das sieht auch so aus. Und wie gesagt, noch einmal der Hinweis, wenn Sie das Band hier nicht brauchen, macht es am besten ganz ab. Oder halt eben auch einfach, wie ich das gemacht habe, ich lasse es einfach draußen. Ne? Und wenn ich den Deckel zumache, dann lege ich die Schnüre einfach wieder oben drauf. Und schon ist da auch nichts mehr irgendwie großartig im Weg, was stören könnte. Jetzt schauen wir uns mal die Vorderseite an. Dazu nehme ich jetzt mal die Trinkflasche raus, sonst fällt die auch noch runter. Die Vorderseite ist also auch hier, wie man sehen kann, mit einem Fach versehen. Hier sind also auch schon wieder diverse Sachen unterzubringen. Da könnte man auch zum Beispiel jetzt ein Tablet reinmachen. Ist es nicht so wahnsinnig dick gepolstert, ist dafür eigentlich auch nicht gedacht. Aber wie gesagt, in der Regel würde es halt eben auch funktionieren. Und dann haben wir hier noch einmal ein weiteres Fach. Und dieses Fach ist halt dafür da, um auch nochmal hier Sachen unterzubringen, auf die man halt eben einen direkten Schnellzugriff haben möchte, ohne dass man jetzt den Rucksack aufmacht. Entweder jetzt in der Art und Weise, wie ich es gerade gezeigt habe, ne, nach vorne oder halt eben einfach um zum Runterzunehmen und das Fach halt eben aufmachen zu müssen, das Hauptfach. Hier sind aber auch wieder jede Menge Staumöglichkeiten vorhanden, um das ganze Equipment halt eben auch unterzubringen. Ich gehe jetzt mal hier kurz noch einmal auf die Rückseite, um Ihnen zu zeigen, dass Sie also hier auch tatsächlich eine sehr gute Polsterung haben. Ist also Material, was auch steif ist, aber halt eben nicht zu steif. Es gibt auch nach und das umfasst also hier praktisch dann den ganzen Bereich, ne, in der Mitte der Wirbelsäule halt eben auch
Und sie merken auch nach längerer Zeit, also nach längerer Tragezeit, wirklich überhaupt nichts, dass da jetzt also großartig ist, irgendwie ein großer Rucksack hinten drauf ist. Man, der ist ja schon ziemlich groß. Und mit dem Equipment bringt man natürlich auch ein bisschen Gewicht auf die Waage, aber durch die Verteilung dieser großen Fläche, halt eben auch hier im hinteren Bereich im Rücken, merken sie davon wirklich fast gar nichts. Im Produkttext steht ja irgendwie auch drin, ne, dass da ja auch ein Laptop reinpasst. Und der befindet sich also hier hinter diesem Fach. An der Vorderseite haben wir dann hier noch einmal so einen Reißverschluss. Und wenn wir die Klappe aufmachen, dann sehen wir hier also auch noch einmal jede Menge Zubehör. Das ist auch teilweise mit solchen Symbolen versehen, damit man auch direkt weiß, was da wo reinkommt. Hier soll also das Notebook rein oder das große Tablet. Und hier halt eben dann noch das Tablet oder das kleine Notebook, ne, was man also da reinmachen kann. Plus diverse Fächer halt eben auch, wo zum Beispiel halt eben Stifte rein können zum Beschriften von irgendwelchen Sachen oder halt eben auch zum Beispiel Filter, Reinigungspinsel. Das, was man halt eben so braucht, wenn man einfach wandert und unterwegs ist. Das war's schon. Das war also hier von ThinkTank. Backpack Light 26L in schwarz-grün. Und das ist also auch wirklich so eine kleine eierlegende Wollmilchsau. Und das, was ich also jetzt hier auch so die ganze Zeit in den Händen habe, ist wirklich sehr gut verarbeitet. Sehr gute Qualität. Also wenn man auch wirklich so guckt, wie die ganzen Sachen vernäht sind, wie die ganzen Bündchen vernäht sind auch und wie die ganzen Elemente einzeln halt eben auch hier mit dem Rucksack vernäht sind. Also wirklich eine ganz tolle Qualität. Und der Rucksack ist also wirklich auf jeden Fall jeden Euro und jeden Cent wert. Auf jeden Fall für Leute gedacht, die halt eben langfristig sich etwas anschaffen möchten, die lange daran Freude haben und natürlich halt eben auch dann die Robustheit haben wollen dafür, wenn sie unterwegs sind, halt eben auch zum Beispiel jetzt auf Wanderschaft, ne, auf irgendwelchen Urlaubsreisen und so weiter. Also eigentlich eher weniger gedacht ist für den Straßenfotografen. Dafür ist das Ganze auch schon viel zu überdimensioniert. Auf der anderen Seite natürlich, warum nicht? Gibt auch Leute, die rennen also mit 15 Kilo Straßenfotografie-Equipment rum. Soll es ja alles geben, können die Leute auch machen, wenn es ihnen Spaß macht. Aber wie gesagt, das ist eigentlich mehr so ein Outdoor-Travel-Rucksack halt eben für das richtig große, schwere Equipment, was sie dann immer mit dabei haben, wenn sie im Urlaub sind oder einfach halt eben auf Touren gehen.